Absolute Ruhe bitte. Totenstille in der Halle, eigentlich Gift für jede Sportart, beim Goalball aber zwingend notwendig. Wir haben einen Ball, der ist 1,25 Kilo schwer, das ist aus Hartgummi und hat so innen drin kleine Glöckchen, sodass man den akustisch wahrnehmen kann, theoretisch. Und ja, wir versuchen dann im Grunde genommen mit unseren drei Spielern, die alle eine Dunkelbrille tragen, sodass man während des Spiels nicht sehen kann, drüben auf der anderen Seite ein Tor zu erzielen. Und dabei müssen wir den Ball relativ bodennah immer werfen, sodass man den akustisch wahrnehmen kann. Und ja, wir sind Angreifer, sobald wir den Ball werfen, und müssen aber auch gleichzeitig unser 9 Meter breites Tor verteidigen, was bei drei Leuten, die nicht sehen, immer nicht, also nicht unbedingt ganz einfach ist. Goalball erscheint auf den ersten Blick kinderleicht. Den Gegenbeweis hat kein geringerer als Stefan Raab erbracht. So, der vielleicht jetzt. Ja, da ist er. Na bitte. Da war jetzt mal ein bisschen Tempo drin. 1:3 aus Sicht von Caroline. Tor. Hälfte ist rum für beide. Caro. Die Hälfte der Versuche. Wie schön hinter die Öhrchen packt. Ja, man guckt natürlich immer aus der Goalballer-Perspektive, aus der Spielerperspektive. Und war natürlich witzig, es war natürlich auch nochmal abgewandelt, das Feld war kleiner, alles, und hatten auch mehr Zeit zum Werfen, waren schon abgewandelte Regeln, aber klar sieht es natürlich erstmal witzig aus, ne? Weil das, da haben sie sich natürlich nicht mit Ruhm bekleckert, und wenn sie sich da über den Boden so lang krabbeln, ist das schon erstmal amüsant. Goalball erzeugt Spaß, vor allem durch die Gemeinschaft, unter dem Motto, drei Freunde müsst ihr sein. Man braucht ein Team, was einem auch gut zuhört, weil man ja blind ist. Das heißt, es ist ja die Gleichberechtigung. Es kommt mir so egoistisch vor, als wenn man den Sieg nur für sich haben möchte. Und wenn man das in der Mannschaft hat, ist das viel schöner. Es ist einfach, dieser Zusammenhalt ist angenehm. Ohne sie würde ich das gar nicht richtig können. Ich kann mich auf sie verlassen, sie sind für mich da, sie helfen mir. Also sie sind mir sehr wichtig. Also ich vertraue meinem Team blind, sozusagen. Also, ja. Blindes Vertrauen trotz absoluter Ruhe. Oder gerade deswegen.